Das Regensburger Keplerhaus, das Wohn- und Sterbehaus des Astronomen Johannes Kepler, ist Teil der Bayerischen Landesausstellung 2020 Stadt befreit. Für diese Ausstellung wird der Zustand des Keplerhauses, das heute als Dokument Keplerhaus zu den Museen der Stadt Regensburg gehört, dreidimensional dokumentiert und mit Teilrekonstruktionen filmisch präsentiert. Im Auftrag des Hauses der Bayerischen Geschichte, in Zusammenarbeit mit den Museen der Stadt Regensburg und gefördert durch den Freundeskreis des Hauses der Bayerischen Geschichte, wurden hierzu von den 3D-Denkmalpflegespezialisten der Arctron 3D GmbH modernste 3D-Scanning-Verfahren für den Außen- und Innenbereich eingesetzt. Die Aufnahmen aus der 3D-Fotogrammetrie dienten zur Ergänzung der 3D-Laserscan-Daten und wurden mit diesen verschmolzen. Der Drohneneinsatz im Außen- und Innenraum spielte ebenfalls eine wichtige Rolle beim Erfassen schwer zugänglicher Bereiche. So konnte der historische Baubefund nahezu lückenlos dokumentiert werden. Alle notwendigen Kamerafahrten und Detailaufnahmen im Innenbereich wurden während der Vermessungsmaßnahme dokumentiert. Der Einsatz von NCS Color Charts gewährleistete die präzise Farbübertragung vom Befund in die Rekonstruktion. Die Verarbeitung sämtlicher Vermessungsdaten erfolgte dann im Ingenieurbüro der Arctron 3D GmbH. Hier fand die Fusionierung der 3D-Punktewolken aus der Fotogrammetrie und aus den unterschiedlichen Laserscans statt. Der heutige Ist-Zustand mit allen historischen Details diente als wichtige Grundlage für die computergrafische, manuelle 3D-Rekonstruktion des Keplerhauses. So entstand eine komplette Aufnahme aller Museumsräume inklusive Keller und Frontfassade, die auch für zukünftige Planungen vielseitig Verwendung finden kann. Vor dem eigentlichen dreidimensionalen Rekonstruktionsprozess wurden alle Objekte und geometrischen Details digital modelliert. Sie standen anschließend als Grundlage für die weitere Rekonstruktion und Texturierung zur Verfügung. Die Texturen erschließen sich einerseits aus den Fotogrammetriedaten, andererseits orientieren sie sich an den originalen Materialeigenschaften der Objekte. Nach der Übertragung in die Echtzeitumgebung besteht nun die Möglichkeit, sich in den virtuellen Räumlichkeiten zu bewegen und Szeneneinstellungen, wie zum Beispiel künstliche Beleuchtung, wie auch Simulationen der Sonneneinstrahlung vorzunehmen. In der Echtzeitplattform wurden schließlich die Kamerafahrten um und durch das 3D-Modell erstellt. Dabei wurden sämtliche Kamerabewegungen und Blickwinkel definiert. Aus diesen Kamerafahrten entstanden die virtuellen Sequenzen in den Filmen. Ergänzend zum heutigen Zustand mit der erhaltenen, modernen Innen- und Museumsausstattung wurden Rekonstruktionen mit dem Zustand der Innenräume im Spätmittelalter erarbeitet. Über einen grafischen, sogenannten 3D-Puppenhauseffekt konnten zusätzlich Bauveränderungen bzw. Erweiterungen verständlich und vereinfacht dargestellt werden. In der Zusammenschau mit der Vermessungsdokumentation ergaben die Phasenrekonstruktionen nun ein einheitliches Bild der Räumlichkeiten, wie sie im Spätmittelalter ausgesehen haben könnten. Ziel des Projektes war es, eine Visualisierung der Innenräume des spätmittelalterlichen Keplerhauses zu vermitteln und dabei die Geschichte bedeutender Architekturelemente wie zum Beispiel Fachwerk, Holz und Stein zu erzählen. Durch den Technologieeinsatz gelang auch die zusätzliche, realistische Simulation der Lichtverhältnisse im Innenraum.